Thank you.
So, jetzt kannst du ein bisschen was erzählen. Meine Eltern sind aus dem Krieg, das sind Vertriebene. Mein Vater war in Russland, war Kriegsteilnehmer. Mhm. Und 1964 hat der Kadar, der sogenannte Gulasch-Kommunismus, wieder Besuche zugelassen in Ungarn. Mhm. Wir konnten unsere ganze Verwandtschaft besuchen. Mhm. Und somit habe ich in der Kindheit die Unterdrückung und den Kommunismus erlebt, wie er stattfindet, Menschen unterdrückt und einschüchtert. Schön. Mein Onkel in Kreis Dürr ist 5 Jahre im Zuchthaus gesessen, weil er ein paar Spitzel Gestapo-mäßig verschlagen hat. Mhm. Und somit habe ich die Empfindung hier, ich bin hier groß geworden in Deutschland, und habe die Empfindung, dass alles am Parlament vorbei entschieden wird. Die Merkel befiehlt und geht dann ins Parlament, gerade andersrum, like Honecker-mäßig, mhm, aus der DDR, da ist sie sozialisiert worden. Und dann verkündet sie, was sie in ihrem Matriarchat wieder beschlossen hat. Das ist an der Demokratie absolut vorbei. Und das ist der erste Schritt, auf den folgt der letzte Schritt. Wer das macht, macht auch eine andere Sache. Oder morgen Österreicher. So sieht es aus in den Landen. So, ich kann euch noch ein paar Särge verkaufen. Wäre den Angebot. Anfängen, würde ich mal sagen. Ihr habt noch ein paar Särge daheim. Ja. Die könnt ihr haben im Angebot. Ja, die Särge sind, man hat gerade momentan gar keine Arbeit mit den Särgen, gell? Ja, auf jeden Fall gibt es jetzt Särge für 1100 Euro mit Vollpension. Also, die gibt es auch noch günstiger. Ja. Gibt es auch noch günstiger. Ja. Das brauchen die Leute jetzt alle. Ja, richtig. Ihr werdet sehen, da werden noch einige reinhupfen. Darum wird er demonstriert. Okay, ich mache jetzt noch ein Sarggeschäft auf, Kameraden. Ich wünsche euch was. Tschüss. Jo, danke. Tschüss. Also man sieht jetzt hier mal kleine Stellungsnahmen von Patienten, was sage ich schon. Ein Statement. Ein Statement von verschiedenen Bürgern. Wo für hier, Demokratie. Genau, für Demokratie. Für die Gewaltenteilung. Richtig. So was haben wir im Bundesrat und im Bundestag. Und vor allem, für was haben wir im Verfassungsschutz? Ja, für was ist das, die ganze Institution, wenn sie nach einem halben Jahr der einzige, der Beste im Bundestag ist der FDP-Abgeordnete, der Rechtsanwalt ist und selber schon irgendwo interveniert, ja, und sagt, dass die Demokratie seit einem halben Jahr ausgehebelt ist. Richtig. An der Demokratie vorbei. Genau. So sieht's aus. Gut. Ich werde wieder weitergehen. Vielen Dank. Zeit. Vielen Dank für das Interview. Nichts zu danken. Also, schönes Wochenende. Danke. Stefan-live.de. Live.de. Stefan mit PH und live mit V. Stefan mit PH und minus live. Live mit V.de. Tschüss. So, jetzt sind ein paar Leute, Stellungsnahmen noch gekommen, auch gefragt, wo das nachher hier im Internet ausgestrahlt wird. So, jetzt gehen wir mal wieder weiter. So, jetzt gibt es ein bisschen Live-Kommentare, was vorher von meiner Seite jetzt nicht so der Fall war. So, jetzt schauen wir mal weiter. Okay. So, jetzt machen wir einen Schlenker. Die Trommeln von Heidenheim. Man hört sie.
Ja, man sieht also ein recht großer Demonstrationszug hier in Heidenheim. So. Es sind fast kein Ende. Servus. Ja, man wird heutzutage immer wieder erkannt. Ja, und hier sieht man recht gut, wie lang der Demozug ist. Da hätte man sagen 100 Meter. Wunderschön. Heidenheim wacht auf. So, schauen wir mal ein bisschen vom Umfeld. Sollen wir ein bisschen in der, das mitfilmen. Ja, ist doch. Wohnmarkt nicht so besonders besucht, aber es passt soweit schon. Ja, also auf jeden Fall wird hier fleißig auch von anderen Leuten immer die Situation hier festgehalten, fleißig gefilmt. Finde ich recht gut, dass es dann auch fleißig verbreitet wird im Netz. Jo, ist richtig gut. La Polizia. Ja, wir sind international. Ich würde mal sagen, das war Spanisch, hat sich das ein bisschen so angehört. So. Ja, es wird immer näher, kommt es der Realität. Masken für immer. Das wissen viele wahrscheinlich noch nicht. Und die armen Kinder, ja.
Möchtest du irgendwie was sagen wegen Maskenpflicht für, gegen? Ich darf sie nicht filmen, ich tue sie bloß akustisch, wenn sie wollen. So, schauen wir mal hier, ob die was sagen wollen, aber ich glaube mal nicht. Da gehen wir mal weiter. So, jetzt sind wir hier wieder in der Fußgängerzone, in der Nähe von den Schlossarkaden. Nehmen wir noch mal ein bisschen auf. Man sieht, Leute sind natürlich auch interessiert, manche Sachen aufzunehmen. Ah, okay, jetzt kommen wir mit dem Auto hinter drei noch. Auch schön. So. Möchtet sie was sagen? Nein, nein nicht? Okay. Neu. Das ist ein Richtmikrofon, deswegen spreche ich dort rein. Nee. Aber er dachte, sie wollte was sagen. Okay. Ja, die Leute trauen sich alle nichts zu sagen. Fleißig Maske aufsetzen. Ich denke auch, viele Leute wissen gar nicht wirklich, um was es hier geht bei der Demo. Ob das Pro, ob das Contra ist oder wie auch immer. Ja, das ist der schwarze Humor. Grundrechte abschaffen, das was da die Regierung eigentlich haben möchte. Oder weltweit mäßig. Man sieht es hier.
so richtig robotermäßig nichts denken, einfach tun, was die Regierung sagt. Keine Grundrechte mehr. Ja, das möchte Frau Merkel und ihr Regime, möchte das natürlich umsetzen. Nicht selbst denken, so sieht es aus, genau. Ja, denkt nicht, arbeitet nur, so sieht es aus. Für die großen, mächtigen Leute. Es werden immer weniger Leute. Dafür werden immer viel mehr oder weniger mächtig, sehr mächtig. Und sie hat es jetzt gerade eben wieder gesehen, das hirnwürzige Sicherheitsabstand. Patienten tragen Maske, tun sich dann hier in einem kleinen Abstand zwischen durchschlängeln, obwohl geschwind sie weiter konnte. Und dann wäre der Abstand um einiges größer gewesen. Also man sieht es hier ganz, ganz deutlich. Maske tragen, Gehirn ausschalten und das war's. Bei manchen Leuten. Also ist schon irgendwo seltsam, die ganze Geschichte. Impfschäden sind egal. Ja, wenn man das jetzt wieder heutzutage so mitbekommen hat, hat eine Frau mehrere Kinder. Zwei Kinder haben Impfschäden und sie will keine weitere Impfung haben für ihr kleinstes Kind. Und jetzt wird sie vors Gericht gezogen, beziehungsweise will man ihr ihre Kinder entziehen. Also das ist schon eine Größe, wo wir hier in Deutschland angekommen sind. Es ist auch kein Einzelfall. Also ich kenne hier von Heidenheim auch jemand, hat auch auf jeden Fall ein Kind mit Impfschäden und durch Mehrfachimpfung und so weiter. Und ja, gut, was will man da heute noch sagen? Die verrückte Welt. Beim nächsten Mal kostet es einen Kaffee. Kein Thema. Du, wo kann man deine Videos nehmen? Stefan-live.de. Stefan-live.de, das ist die Homepage. Oder Stefan-live, BitCute, Telegram, was noch, YouTube. Und immer Stefan-live. Genau, Stefan mit PH und live mit V. Super. Jo, alles klar. Bisschen wieder Werbung gemacht, auch schön. Ja, weiter in Werbung. Jawohl, sehr gut. Ja, und wie im richtigen Leben, denkt nicht, arbeitet nur. Und dann kommt eine große, große, große Lücke. Und da sieht man plötzlich, dass die Grundrechte abgeschafft werden. Also es ist jetzt gerade zufällig von mir jetzt ein Kommentar, aber es passt irgendwie total rein in die ganze Geschichte. Und natürlich, wenn man die Grundrechte abschafft, ist natürlich das Nicht-Selbstdenken ganz, ganz wichtig. Was der Dr. Wieler
gesagt hat, man soll nicht, wie hat er das gesagt, nichts denken, sondern nur hinnehmen oder einfach ja, tun. Ich weiß, ich bringe es gerade nicht mehr zusammen. War ja ganz groß in der Presse, wie er sich da geäußert hat. Ich glaube, sogar irgendwo auf, einer, auf dem Schild sogar drauf. Keine Fragen stellen, genau. So sieht es aus. So, jetzt gehen wir mal wieder ein bisschen nach vorne. So, machen wir nochmal hier einen schönen Rundumblick in der Fußgängerzone von Heidenheim hier. Wunderschön hier alles. Natürlich wieder ein optimaler Tag für den Demonstrationsmarsch. Ist richtig gut, dass die Leute auch ein bisschen was mitbekommen. Wunderbar. Für uns alle. Die Veranstaltungen müssen ja angemeldet werden. Ja, ja. Damit die quasi auch, damit die auch die Autos, die hinterherfahren. Wenn ich sie brauche, sind sie nicht da. Nee, natürlich nicht. Natürlich, jetzt unsere natürlich nicht. Ja, jetzt auf einmal kommt ihr alle aus dem Boden raus. Ja, ja. Ja. Ich weiß nicht, wofür ich schlafen gehe. Also ja, richtig. Ich habe noch nie gute Erfahrungen gehabt mit denen. Ja, wir auch nicht. Ja. Wirklich nicht. Ich kann Ihnen eine Geschichte erzählen. Ich war gestern in Kempten. Aha. Und da habe ich auch so was ganz Tolles erlebt im Ordnungsamt. Ich habe Maskenbefreiung. Ich habe ein Problem. Ja. Und bin vom Ordnungsamt. Bin ich darauf hingewiesen worden. Ich muss den Nasenschutz tragen. Habe gesagt, ich habe eine Maskenbefreiung wo? In Kempten. Ja, aber wo? Draußen oder? Draußen. Auf jeden Fall, Sie können das nachschauen oder nachsehen auf stefan-live.de. Stefan mit PH. Internet können Sie sich das morgen? Ja. Stefan mit PH. Ja. Und live mit V. Ja. Der Bindestrich.de. Und da ist auch noch zusätzlich, ist auch da noch drauf, auf YouTube bin ich drauf, ich bin auf BitCute, auf verschiedene soziale Medien bin ich also auch drauf. Also. Stefan mit PH, genau, minus, live mit V, ja. .de. Ja, okay. Da kommt es dann drauf und ich habe auch Telegram. Okay. Seht ihr dann auch verschiedene Sachen. Aber jetzt muss ich wieder weitergehen. Ja. Alles klar, vielen danke, Dank. Danke. Also ich habe es in den Kräften halt schon erlebt, aber jetzt draußen, da warte ich schon drauf. Ja, also guckt das Video an. Ja. Circa 21 Minuten dauert die ganze Geschichte. Okay. Und mit meinem Vater mit Rollator. Gut. Ja. Okay, alles klar, danke, tschüss. Danke, jo. So, also man sieht es doch, es sind immer wieder Leute da, wo sich über die ganze Sache sehr interessieren. Positiv wie negativ. Und war schön, immer wieder mein kleines Interview zu führen. Ich tue es natürlich aus Schutz, die Leute nicht filmen, außer sie wollen, mit drauf. Dann sieht es natürlich anders aus. So, jetzt springen wir mal ein bisschen wieder vorwärts. Machen wir geschwind einen Cut zwischenein. So, jetzt sieht man hier zufällig mal einen Ständer mit Masken. Da haben wir fleißig die Viren. Horten kann, Bakterien und so weiter. Phänomenal. Die Industrie, die pumpt mit den Masken, das ist der Hammer. So, also jetzt tun wir hier mal. Jetzt ist dann auch die Demo gleich vorbei. Man merkt natürlich auch wieder ganz deutlich, dass durch die Maskentragerei, das muss, natürlich die körperliche Kondition sehr, sehr nachlässt. Bei den Maskenträgern, die kollabieren schon fast. Man merkt es, wie langsam jemand läuft. Also zum Glück bin ich der Ersthelfer,
kann dann gegebenenfalls kann ich dann nachher nochmal versuchen, erste Hilfe zu leisten.